Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reisevlog. Ihr habt es im Titel gelesen, heute machen wir eine Bootsfahrt. Also Video steht so unter der Überschrift Ausflugtipps hier vom Marina di Venezia. Habe ich noch nie gemacht, ist also wirklich ein absolutes Highlight. Ich hoffe, dass ich ein paar schöne Aufnahmen einfangen kann und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns auf unserem Ausflug begleiten würdet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind jetzt gestartet. Auf unserem Weg jetzt ein paar kleine Informationen. Wir sind heute mit Michael und Familie unterwegs. Michael kennt ihr ja noch aus dem letzten Video mit den Workspaces, die wir da vorgestellt haben. Und die haben das schon öfters gemacht und so hat sich das gerade ergeben, dass wir gesagt haben, ja, da hängen wir uns doch drauf, machen wir das doch zusammen. Hintergrundinformation, wir fahren jetzt Richtung Treporti, da ist dieser Bootsverleih. Michael hat das alles schon geregelt und ja, im Laufe des Videos sagen wir euch natürlich noch ein bisschen was zu Preisen und so weiter. Also wir haben jetzt für einen halben Tag das Boot leider nur bekommen, weil war nicht mehr frei gewesen, aber da kriegt er dann immer natürlich ein paar Informationen noch. So, und hier geht es dann von der Straße, ja, wo diese neue Promenade gemacht ist, dann ab. Und guck mal, da hängen schon so diese... Fender. Wie heißen die? Fender. Fender, genau, und da müssen wir rein. Das ist natürlich nicht schlecht, weil ich hatte schon Befürchtung gehabt, wo parken wir denn? Aber du kannst dann hier auf dem Platz parken und ja, die anderen sind schon voraus. Wir machen uns jetzt auf den Weg direkt rüber zur Lagune, dort an den Anlegesteg. Heute natürlich ein traumhaftes Wetter, Leute, guckt es euch an. Ach genau, hatte ich natürlich jetzt eben von der Straße aus gar nicht gesehen. Das ist der Bootsverleih. Ich denke mal, so wie da unten jetzt, wie man das schon sieht, so wird unser Boot aussehen. So, Michael, gleich geht's los. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was erzählen, weil für mich ist es ja ganz neu. Ihr habt das schon öfters gemacht, ne? Wir haben das schon ein paar Mal gemacht, okay. Ja, genau. Was willst du wissen? Ja, also ganz, ganz wichtig ist ja die Frage, weil das wusste ich nicht, brauchst du hier einen Führerschein, also einen Bootsführerschein? Wenn du in der Lagune bleibst und jetzt nicht nach Muran oder Venedig unbedingt reinfährst, geht das auch ohne Führerschein. Also du weißt jetzt genau, wo wir fahren dürfen, ja. Ohne Bootsführerschein und ansonsten bräuchte man dann einen, ja. müssten wir den machen. Und wir warten jetzt hier noch, weil ist das schon unser Boot, ja, genau. Was wir eben gerade gesehen haben? Ja, nee, wir haben anderes, aber die machen gerade so eine Einweisung. Ich glaube, die sind das erste Mal da und da muss erstmal erklärt werden, ne, wie man wendet, wie man nach vorne und nach hinten fährt. Okay, so, aber du hast ja drauf, ne? Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, sollte funktionieren, aber jetzt bin ich natürlich jetzt hier, ne, unter Stress gesetzt. Ja, genau, wir filmen es auf jeden Fall gleich. Ja, genau. Nee, Quatsch, also die Einweisung können wir uns wahrscheinlich dann schenken, ne? Ja. Und dann haben wir den Punkt auch abgehakt, weil wird mit Sicherheit gefragt. Wir haben jetzt, habe ich gesagt, leider nur einen halben Tag, ja, bekommen. Der halbe Tag kostet jetzt 150 Euro. Aber man muss hier natürlich rechtzeitig das Ganze buchen. Ne? Wenn man jetzt zwei Wochen zum Beispiel in Urlaub fährt, wird das schon relativ knapp. Also man müsste es dann tatsächlich von Deutschland aus buchen, ja, okay, weil er hat einen langen Vorlauf. Ja, gut. Und wir sind jetzt auch nur auf einer Warteliste gewesen und sind daher quasi noch hier reingerutscht. Okay. Haben die eine Internetseite? Ja. Mit Sicherheit, ne? Blue Dreams. Blue Dreams? Blue Dreams, Treporti eingeben bei Google, okay. Dann hast du die direkt, okay, drauf. Das ist unsere Yacht. Jawohl. Also, das Boot ist jetzt kurz Erklärung. Wenn du schaust, die Propeller ist nichts ganz Neues, aber es funktioniert. Es ist gerade. Bitte bringen Sie zurück gerade. Ich mache eine Kreise hier und von uns zu zeigen, dass die Propeller. Ja, ist alles gut, okay. Habe ich gesehen.
Dieser Motor ist nur gekratzt bei dieser Seite. Diese Stufe ist ein bisschen gekratzt, so ich werde eine X hier machen. Mhm. Können Sie gerne, also was ist gut, da in beide Ecken, und du schaust, die Kante da unten ist ein bisschen kaputt auf beide Seiten. Ich werde X und ja, die X hier machen. Also da wird jetzt noch das Boot übergeben, die Beschädigungen dokumentiert, weil, was wir vorhin nicht gesagt haben, bei dem Preis, wenn ich Michael richtig verstanden habe, ist halt jetzt klar die Miete und auch Versicherung mit dabei. Alter! Ja, wenn die großen Boote kommen, dann haben wir ein bisschen Wellengang. Also jetzt kommen die Boote. Das sind die von den Fenster. Alter!
bis hinten die Bojen draußen. Bojen sind draußen. Kopf einziehen. Kopf rücken. Einziehen. Oh, das war knapp. Und hier gehen wir jetzt essen, oder was? Ja, genau, links. Nein, wir suchen uns jetzt richtig schönes Plätzchen. Guck mal, geradeaus. Da kriegen wir jetzt auf jeden Fall gleich die Haare. Richtig schön, aber das ist richtig eng hier, ne? Das ist mal eine richtige tropische Fahrt hier, oder? Ach, mega. Richtig mega. Wenn ich was machen soll hier, sag mir Bescheid. Vorsicht, Äste. Augen aufpassen, Äste, ja, Kolga. Aufpassen, dass wir nirgendwo hängen bleiben. Müssten wir ja eigentlich nicht hier durch, oder Michael? Was nicht passt, wird passend gemacht. Wir passen überall durch. Das ist die Garage. Ja, wie geil. Ist das nicht schön hier? Ich mach so wie du immer. Guck doch mal, wie schön. Ja. Es wird jeder hier vorbeifahren wollen. Ne? An so Stellen kommst du natürlich nicht, wenn du nur zu Fuß unterwegs bist. Ne? Das ist mega hier. Ne? Und guck mal, hier rechts haben wir Anlegeplätze. Und dann können wir rechts ranfahren. Und dann können wir ins Restaurant. Ey, sag mal, ich kann keine Knoten machen. Doch. Ich kann das nicht. Kannst du perfekt. Keine Seemannsknoten. Das ist natürlich super mit dem Boot. Ne? Habt ihr ja gerade gesehen, diesen ganz schmalen Kanal, den wir entlang gefahren sind. Und ja, dann sind wir jetzt hier in das Restaurant rein. Zeige ich euch jetzt mal ein paar Bilder. Der Garten ist toll angelegt, ist wirklich absolut traumhaft. So alles schön mit Liebe gemacht. Und wir haben da wirklich ganz lecker gegessen. Weil vielleicht seid ihr ja auch mal mit einer Fähre oder mit einem anderen Boot hier auf Torcello. Da sind wir übrigens. Und das Restaurant Al Torno Die Attila können wir wirklich wärmstens empfehlen. So, und wenn jetzt alle wieder zurück sind, dann heißt es jetzt wieder Leinen los und dann geht's weiter und dann fahren wir jetzt auf eine Sandbank. Also da nehmen wir euch jetzt nochmal mit. So, und jetzt sind wir hier rausgefahren wieder aus diesem kleinen Kanal und hier seht ihr es nochmal, hier ist die eigentliche Anlegestelle von Torcello. Wenn er hier ganz normal mit so einem Fährschiff ankommt. Und vor uns jetzt wieder ein herrlicher Blick auf Burano, auf die Insel Burano mit diesen schönen bunten Häusern. Und damit heißt es wieder volle Fahrt voraus.
So Leute, wir liegen jetzt hier mittlerweile vor Anker. Also noch ganz kurz zur Sandbank. Wir haben sie gefunden, allerdings ist wohl zurzeit Flut und da war fast nichts von dieser Sandbank zu sehen. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, Sandbank lassen wir ausfallen. Und wir sind jetzt hier so ja mittendrin in der Lagune, eine wunderschöne Stelle. Anker ist geschmissen. Wir springen jetzt auch noch ins Wasser. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der kleine Ausflug. Uns hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Habe die Ehre. Ciao. Okay, los geht's.